So, und da sind wir wieder bei The Forest. Ich muss mal eben was aus dem Weg stellen. So. Jetzt habe ich meinen Arm wieder auf der Kante. Ach, scheiße. Das wird wehtun. Okay, wie ich bereits gesagt habe, ich will weiterreisen. Dieser Ort hier scheint sicher genug zu sein. Wir brauchen weitere sichere Orte. Moment mal. Das bringt's. Das bringt's auf jeden Fall. Einfach Steine drauf tun. Wo gibt es denn hier noch einen Ort, wo ich gut wohnen könnte? Vor allem kommt mir das sehr gelegen, dass ich jetzt wieder abhau. Da es nur noch ein Tag bis zur nächsten Folge ist, für euch nicht. Also ein Tag bis zum nächsten Update wohl eher. Bis zur nächsten Folge auch, aber eher bis zum nächsten Update. Für euch ist das nicht so, bevor ich das. Ziemlich gar nichts. Schon längst da. Ich nehme jetzt mehr im Voraus auf. Joa. Wenn wir hier jetzt weitergehen, werden wir gleich an die Klippe stoßen. Und da wollen wir eigentlich nicht hin. Naja, dann werde ich morgen gucken, was so Neues dazugekommen ist. Oh, das fährt dann. Das Schlimme ist, es wird niemals mehr der Tag kommen, an dem ich nicht mehrfach aufnehmen muss. Bald. Okay, das sieht komisch aus. Ein bisschen zu essen müssen wir sowieso mitnehmen. Also danke, dass ihr Tiere euch hier meldet. Sehr nett von euch. Ich renne übrigens nicht so stark, weil ich mir sonst am Fingern wehtun könnte. Hier ist unser Flugzeug gelandet. Ist schon mal öfters hier gelandet. Dann müsste dort vorne ja. Naja, dort hinten wohl eher. Aber hier ist das eine Lager, weil ich überhaupt nicht weitergebaut habe. Das hat aber einen schönen Ausblick, wenn man hier jetzt hinguckt. Ich habe aber dafür gar keine Zeit. Ich muss nach einem Ort suchen, wo ich eine nächste Basis aufbauen kann. Einfach nur, damit ich eine nächste Basis habe. Und ich werde ganz sicher nicht so doof sein und eine bauen, die total nach oben geht mit diesen Foundations-Dingens. Weil das ist das Dümmste, was du machen kannst. Wenn unten alles kaputt geht, wird das obere hinunterfallen und dann ist alles weg.
Ja, und ich esse halt alles, weil ich hatte gerade Hunger. Für den nicht so aufmerksamen Betrachter. Naja, ich weiß ja nicht. Das ist nicht unbedingt der netteste Ort. Vor allem weiß ich nicht mal, was die da für einen Kopf dran gehangen haben. Sieht komisch aus. Außerdem ist das hier viel zu nah an dem Lager von denen, wo ja auch welche spawnen können jetzt. Was die früher nicht konnten, und das habe ich immer gesagt, und trotzdem haben Leute immer noch nicht drauf gehört. Boah, ich hasse das. Dämlich, dämlich, dämlich. Wenn man sich ein Spiel holt, dann informiert man sich gefälligst. Wie kann man das bitte besser, indem man bei jemand anderem zuguckt? Und das hier sieht einfach schon aus, als soll man hier lang gehen, deswegen gehe ich hier mal lang. Hier führt der Weg sogar noch weiter. Hier hört er auf. Soll man von hier aus da hinten hinspringen oder was? Bisschen komisch. Da hier so ein Trampelpfad ist, werde ich mal vermuten, dass die auch hier lang gehen. Die gehen eigentlich überall lang. So, hier ist mal der Ort gewesen, an dem ich angefangen habe, alle Bäume wegzumachen. Da oben war das. Und dann fiel jeder nächste Baum und hier unten ist der super safe Ort aus den ersten Folgen. Der hat sich aber auch verändert. Der super safe Ort, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr super safe sein wird, wenn man einfach über das Wasser hier rein kann. Aber dort vorne könnte noch ein bisschen sicher sein. Ich komme bald zu der anderen Basis wieder. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Guckt euch das mal an, das ist perfekt. Nur ein Weg dahin zu kommen. Und sonst keiner. Höchstens von dort oben runter springen, aber da weiß ich nicht, ob die das tun. Sollen wir mal probieren? Ist halt auch gefährlich für mich, wenn ich einmal nicht hingucke, wo ich hinlaufe, dann bin ich tot. Aber solange wir hier nicht nachts spielen, geht das wohl klar. Obwohl, ich muss mir das noch ein bisschen besser angucken. Das sah gerade auch ein bisschen aus, als könnte ich nicht von dieser Seite drauf. Sondern generell nur von dort ganz oben. Das hat sich hier auch verändert. Das war früher nicht so hoch. Das war kein Berg. Das war ein Hügel. Wie kommt man denn da hoch? Das ist ein ganzes Plateau geworden. Nur von hier kommt man da hoch, ey. Boah, das muss doch ein Safe-Ort sein hier.
wenn man nur von einer einzigen Seite da hochgehen kann. Hallo? Ich kann diesen Ort dann wohl nur empfehlen für alle, die sich eine Basis im Multiplayer aufbauen wollen und dort halt keine Verbündeten haben, also wirklich so Krieg machen. Gibt es bestimmt solche Server, wo man Krieg macht. Das ist perfekt. Du kannst es einfach perfekt verteidigen gegen Gegner. Ja, man kommt nur von hier dahin und hier ist dann der sichere Platz. Ein abgeschlagener Baum weist darauf hin, dass hier jemand war. Ich war es nicht. So. Sollen wir nicht lieber ein Small Cabin bauen? Haben wir jetzt eigentlich schon länger nicht mehr gemacht und der fehlt noch in der Dings, Baudingens, wie ich. In der Baureihe. Das seht ihr, oder? Ach, fall halt einfach in die falsche Richtung. Hab dich ja nicht in eine andere geschlagen. Das ist hier relativ gefährlich mit den Bäumen. Die fallen einfach runter von dem Plateau. Einmal nicht hingeguckt und dann hast du gar nichts. Boah, ich hasse da dann den Controller, der quietscht die ganze Zeit. Quietsch-Controller, ey. Der wird jetzt gleich von der Seite abgesprengt, oder? Ja, da fehlt auf jeden Fall einer. Der wurde nach rechts gesprengt. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wurde einfach der Safe-Ort dort total niedergemacht, aber hier wurde einfach ein neuer erstellt. Richtig dämlich. Da waren sie ja richtig faul. Auch noch. So, dann würde ich empfehlen, dort vorne eine Mauer hinzustellen. Weil wie willst du darüber kommen? Du kannst höchstens von dort oben runterspringen. Ich bin mir sicher, das werden die tun, aber das muss ich mir erst ansehen, bevor sie das, also bevor ich da eine Sicherheit hinbaue. Weil sonst habe ich es umsonst gebaut. Das war einfach unfair. Ja, Fall halt. Der andere geht in die komplett andere Richtung. Nicht. Eben ging er nach hier, jetzt dreht er sich einfach um und fällt auch runter. Was ein Arschlochbaum. Okay. Haben wir hier überhaupt noch Water Collector? Wäre ganz wichtig. Weil sonst sind wir hier tot. Weil hier oben hast du überhaupt kein Wasser.
Hier oben gibt es null Wasser, also das kann gefährlich werden. Da müssen wir mehrere Water Collector bauen. In der Nähe ist das Meer, also eigentlich dürfte es nicht so schwierig sein, hier ein paar Schildkröten zu finden. Warum sind da jetzt nur zwei rausgekommen? Ich hasse das. Warum kommen manchmal nur noch zwei raus? Das macht absolut gar keinen Sinn. Wenn hier wenigstens ein kleiner Teich oben wäre, dann wäre der Ort hier perfekt. Wow, wie badass kann man denn bitte sein, wenn man einen Xbox-Controller hat, der die ganze Zeit wie ein Hundewelpe quietscht. Hundewelpe. Hundewelpe, wenn schon. Nein, 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 du fällst hier nicht runter. Wie auch immer du dahin kamst. Der Hundewelpe. Bescheuert. Eigentlich könnte ich die gleich für so eine Dinge zu bauen, aber nö. So. Das sieht sowas von unsicher aus. Aber eigentlich dürfte es sicher sein. Wie wollen die daran vorbeikommen? Höchstens da oben und da muss man runterspringen. Ist eigentlich nicht so tief. Würde ich wohl machen. Dummer Vogel. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste mehr bauen in dieser Basis auf jeden Fall. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die so hoch oben gewesen wäre. Alter, hier kommen viel zu viele Vögel hin. Liegt daran, dass das hier höher gelegen ist. Und auch noch Wald. Ah ja. Ich glaube, ich baue mir gleich mal so ein Logsled hier hin. Ich hätte auch die ganze Zeit den anderen mitnehmen können, aber da könnt ihr euch denken, wie lange das gedauert hätte, den hier hochzutragen. Außerdem gehen die sowieso nach einem Update wieder weg. Eigentlich hätte ich das machen sollen. Damit hätte ich die Folge gestreckt. Das ist wie Filler bei irgendeiner Serie. Geht doch kaputt. So.
Hier kann man auch gut den Sonnenuntergang genießen. Ich bin nicht hier für die Sichtweise, ey. Fürs Sehen, sondern eher fürs Sichersein, dass hier nichts kommen kann. Naja, man konnte die Sonne beobachten, jetzt nicht mehr. Dafür also wird man eigentlich auch gesehen, sobald man hier Feuer anmacht im Dunkeln. Ja, ich musste das ja nach oben bringen. So, aber ich würde erstmal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.